Brauchen wir überhaupt Mut zum Du? Die Welt anders zu sehen, wie so in traditionellen Kommunikationstheorien vermittelt wird. Mut zur Interaktion und Mut zu einer interaktionellen Sichtweise. Und ich so, Dominik! Wo das Gemeinsame viel stärker entsteht, als wenn ich sage, okay, ich lasse mich jetzt quasi 18 Minuten lang berieseln und dann irgendwann sage ich ja oder nein oder reagiere gar nicht oder sowas. Auf das schauen, was in der Interaktion zwischen uns beobachtbar ist. Wo kam denn das her, diese Sichtweise mit Sender, Empfänger, und gilt die jetzt gar nicht mehr? Sage was sende da eine Mitteilung? Die kommt bei dir an, du machst irgendwas, so ein interner Prozess, genau, schickst dann wieder was zurück, durch diese Leitung durch sozusagen, kommt bei mir an. In den 5 Sekunden hat mich fast der Schlag getroffen, weil ich dachte, ihn hat der Schlag getroffen. Gibt es überhaupt dumme Leute oder machen wir nicht auch dumme Leute durch unsere Art? Powered by die Mutmacherei.